Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Motor TV, heute zum zweiten Mal von der Vienna Auto Show 2013. Wir zeigen Ihnen heute noch die Stars von Jaguar, von Hyundai, von Mazda und von Land Rover. Zuerst aber kommen wir zu dieser wunderschönen Luxus-Öko-Sportlimousine. Der rund 5 Meter lange, viertürige Fisker Karma fällt auf und ist mit keinem anderen auf dem Markt befindlichen Fahrzeug vergleichbar. Gebaut wird der derzeit fortschrittlichste Luxusschlitten mit Elektroantrieb in Finnland. Jetzt gibt es ihn auch in Österreich. Der Wagen kann nicht nur konventionell betankt werden, sondern auch an einer Steckdose aufgeladen werden. Laut Hersteller erzeugt der Fisker Karma nur 53 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer, ein absoluter Traumwert. Der Fisker Karma ist ein Elektrosportwagen, designt von Henrik Fisker, einem Designer. Das heißt, in erster Linie haben wir ein sehr schönes Auto, das auch noch eine vernünftige Antriebstechnologie zu bieten hat. Es ist ein Elektroauto mit einem Range Extender, das heißt einem Reichweitenverlängerer. Ein Reichweitenverlängerer ist ein Zusatzmotor, in diesem Fall beim Fisker Karma ein klassischer Benzinmotor. Dieser erzeugt Strom und damit werden dann die beiden Generatoren in den Hinterrädern angetrieben. Das heißt, der Antrieb erfolgt rein elektrisch. Auch das große Solardach erzeugt Strom für den Antrieb. Die Bedienung des Getriebes entspricht der eines Automatikautos. Der Karma hat eine Elektroleistung von 403 PS und eine Leistung des Range Extenders von ca. 212 PS. Ich habe eine Reichweite von rein elektrisch 80 Kilometer, aber de facto eine unbeschränkte Reichweite. Wir können also beruhigt von Wien nach München fahren. Wir fahren die ersten 80 Kilometer elektrisch und danach mit normalem Benzin weiter. Also der Fisker Karma ist als sportliche Reiselimousine zu betrachten und beschleunigt im Elektromodus in 7,9 Sekunden auf 100 und im Sportmodus in 5,9 Sekunden auf 100. Also durchaus passable Fahrleistungen. Mehr als passabel ist auch der Innenraum. Er wirkt extrem kuschelig wie kein zweiter in der Luxusklasse. Auch auf den Öko-Gedanken wird viel Wert gelegt, indem man viele Recycling-Materialien verwendet und möglichst auf Pflanzenbasis. Die Top-Variante ist völlig tierproduktfrei. Der Schaumstoff für die Sitze wird aus Biofasern auf Sojabasis hergestellt. Das Holz von hier stammt aus Sturmschäden, Waldbrandresten oder Treibholz. Der Karma bewegt sich in Österreich in einer Preisklasse zwischen 120.000 und 130.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Probefahren und besichtigen kann man das schönste Ökoauto der Welt im Autohaus Grünzweig in Mödling. Weitere Infos gibt es auf www.fiskeraustria.at. Wir kommen gleich zu dem Jaguar, der das Zeug dazu hat, der Nachfolger des legendären Jaguar E-Type zu werden. Zuerst aber noch zum edelsten Modell von Land Rover, dem Range Rover Evoque Victoria Beckham Edition. Dieses brandneue Sondermodell des Range Rover Evoque wurde von Victoria Beckham gemeinsam mit den Designern von Land Rover entwickelt. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein absolutes Einzelstück, das ist hier in Österreich steht. Insgesamt weltweit kann man 200 von diesen Fahrzeugen produziert. Und was zeichnet dieses Fahrzeug besonders aus? Nun, wenn wir einen kleinen Rundgang jetzt um das Fahrzeug machen, dann sehen wir, dass dieses Fahrzeug als Coupé hier am Stand steht. Das heißt, es wird als dreitüriges Modell einzig angeboten und es glänzt vor allem durch einige Besonderheiten. Zum Beispiel mit der speziellen Mattlackierung, die händisch aufgetragen wurde und die mit der in Kontrastdachfarbe Santorini Black kombiniert, ein einzigartiges Design hier alleine schon darstellt. Victoria Beckham hat aus der Modebranche kommend hier auch mit der Farbmaterialien gespielt und unter anderem, was dieses Fahrzeug besonders auszeichnet, ist auch die Verarbeitung von Goldrot, das man hier rund um das Fahrzeug immer wieder findet. Beispielsweise am Kühlergrill verarbeitet, aber auch an den handgeschmiedeten 22 Zoll Alufelgen erkennbar, dass hier zum Mattschwarzlackierung immer wieder Goldrot eingearbeitet wurde. Victoria Beckham als Mode- und Fashion-Designerin hat natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf den Innenbereich gelegt. Wenn man entsprechend hier mal sieht, die Ledertapezierung der Türenverkleidung, aber auch vor allem die speziellen vollen Ledersitze, haben hier spezielle Kontrastnähte, die entsprechend auch ein bisschen den Beruf ihres Ehegatten repräsentieren. Und wenn man dann noch weiter durch das Innenraumgefilde schweift, dann stellt man fest, dass beispielsweise auch wieder dieses Goldrot verarbeitet ist in den diversen Armaturen innerhalb des Fahrzeugs, kombiniert mit schwarzem Lack. Und das gibt diese besondere Note für dieses Fahrzeug. Jeder, der Interesse hat, dieses Fahrzeug zu kaufen, kann sich im Internet unter der Adresse www.landrover.com bewerben.
Die Gebete der Jaguar Jünger wurden endlich erhört. Mit der Enthüllung des neuen F-Type präsentiert der Edelhersteller nach Jahrzehnten wieder einen echten Sportwagen. Aggressive Front mit langgezogener Motorhaube, klare muskulöse Formen, leistungsstarker Motor vorne und Antrieb hinten, das sind ideale Voraussetzungen, um die Nachfolge des legendären E-Type anzutreten. Der zweisitzige Roadster mit Vollaluminium-Karosserie wird wahlweise mit 340, 380 oder 495 PS angetrieben. Die Preise für den günstigsten Jaguar F-Type liegen bei rund 85.000 Euro. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Eine weitere Premiere hier auf der Vienna Auto Show feiert der Mazda 6. Er ist größer, er ist schöner und er ist sparsamer als das Vorgängermodell und hat somit alle Eigenschaften, um besonders erfolgreich zu werden. Erstmals vor heimischem Publikum präsentiert sich auf der Vienna Auto Show der neue Mazda 6. Für dieses Auto ist eine eigene Farbe kreiert worden, nämlich dieses Soul Red, das man also hier hinter mir auch am Stand sieht, das also eine ganz besondere Leuchtkraft hat und auch eine neue Lackierungstechnik ist. Und diese Farbe steht dem Auto also exzellent. Nicht nur die Farbe, auch das Design des neuen Mazda 6 ist exzellent. Reichhaltig ausgestattet und mit modernster fortschrittlicher Technik für viel Komfort und Sicherheit gibt es den Mazda 6 in drei Benzin- und zwei Dieselversionen von 145 bis 192 PS. Das neue Modell ist geräumiger und bis zu 13 cm länger, wiegt aber bis zu 100 Kilo weniger. Mit einem Verbrauchswert laut Hersteller von nur 3,9 Liter für die 150 PS Dieselvariante peilt der Mazda 6 neue Öko-Rekorde in seiner Klasse an. Der neue Mazda 6 ist in erster Linie logischerweise für unseren bestehenden Kundenkreis interessant. Wir haben ja in Österreich nahezu 50.000 Mazda 6 Fahrer, die logischerweise auf dieses Auto gewartet haben. Aber auch, nachdem dieses Fahrzeug ja auch als Kombi angeboten wird, ist dieses Auto auch für Firmen sehr interessant. Zwischen Kombi und Limousine gibt es keinen Preisunterschied. Der Einstiegspreis des neuen Mazda 6 liegt unter 27.000 Euro. Die besonders schnell wachsende asiatische Marke Hyundai gibt weiterhin Vollgas und präsentiert hier in Österreich unter anderem erstmals die dreitürige Variante des Hyundai i30. Für den sportlichen Kompakten wurden sogar spezielle Felgen entwickelt. Der neue i30 Dreitürer behält die Eigenschaften des fünftürigen Modells und bietet somit ein hohes Maß an Qualität, Ausstattung und Komfort. Auch bei der Sicherheit macht der sportliche Hyundai i30 Coupé keine Kompromisse. Im Falle einer Kollision ist man mit bis zu 7 Airbags geschützt. Die Differenzierung zu seinen Brüdermodellen i30 Hatchback und i30 Kombi beschränkt sich auf die Front. Hier wurden neue Stilelemente eingebaut in den hexagonalen Grill. Das ist das Hyundai-Gesicht und die Hyundai-Designsprache, Fluidic Sculpture Design. Wie bei allen Modellen der neuen Generation des i30 stecken wahlweise 5 Motoren unter der Haube mit einem Leistungsspektrum von 90 bis 135 PS. Der Bestpreis des i30 Coupé beläuft sich auf 15.490 Euro. Bei Eintausch ist der Vorteilsbonus geltend zu machen, somit bewegt sich das Auto dann ab 14.490 Euro. Inkludiert im Preis sind 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung wie bei allen Hyundai-Modellen. Etwas mehr kostet dieses neue schöne, ab dem Frühjahr erhältliche Coupé, der Hyundai Veloster Turbo. Der Veloster Turbo hat einen ganz neuen Turbomotor mit 186 PS und einem Drehmoment von über 300 Newtonmeter und beginnt bei einem Preis von 27.990 Euro. Wer nun noch mehr Leistung und Fahrspaß haben möchte, der sollte dieses schöne neue Coupé Probe fahren. Das ist der Hyundai Genesis Coupé, ein echter Vollblutsportler mit Heckantrieb und Sperrdifferential serienmäßig, wahlweise mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 8-Gang-Automatikgetriebe mit Schaltwippen am Lenkrad.
Der 3,8 Liter V6 Motor leistet satte 347 PS. Nicht weniger druckvoll ist die 2 Liter Turbo-Version mit 275 PS. Erhältlich ist das Genesis Coupé ab 44.000 Euro. Hier sehen wir den Hyundai i10 Click, den günstigsten Neuwagen, den es in Österreich zu kaufen gibt. Der i10 Click ist online bestellbar. Sowohl der Kaufvertrag als auch die Finanzierungsabwicklung erfolgt rein online. Der Kunde kann sich den Händler aussuchen, den ausliefernden Händler, und das Auto wird ganz normal über den ihm gewählten Händler ausgeliefert, wo dann auch Zubehörteile, Service und so weiter angeboten werden. Der Preis für den Hyundai i10 Click beträgt 6.490 Euro. Tja, damit ist die heutige Ausgabe von Motor TV auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.